Ja, guten Morgen. Hallo Marius. Jetzt sehe ich mich auch. Achtung. Aha. Ah. So. Hoi. Sally, Du, einfach damit du das weißt, es wird schon aufgenommen. ah, jetzt mit Film und so. Mit Film, jetzt bist du schon live. Der helle Wahnsinn. Ja, du bist live bei mir in der Stube. Hoi Marius. Hoi. Sorry, ich Erzähl bin. mal, was machst denn du überhaupt? Was ist das überhaupt? Also, ich bin der Sam Smiler. Und ich will jetzt herausfinden, wer du so bist. Weil mich interessiert so Kindermusikszene und Kinderunterhaltung und interessiert mich unglaublich fest. Okay. Ja. Der Erwartungsdruck ist groß, ich merke. Ja, Nein. aber er weiß, aber für so einen Superstar wie dich hat doch kein Erwartungsdruck mehr, oder? Ja, also wieso nicht? Wie ist denn du noch nervös? Ich meine, du hast ja schon 2.500 Likes im Facebook. Ich meine, hey. Honey. Oder so. Hast du mal gerade beim Nervös sind? Wie ist denn du, bevor du auf die Bühne gehst, wie bist du nervös? Soll ich dir das so erklären, dass es Kind versteht oder dass es Erwachsene versteht? Ist das ein Unterschied? Ja. Okay. Man kann keine Wörter benutzen, wo einem wichtig dastehen lassen, aber sinnlos sind, zum Beispiel. Okay. Schaut denn das Kind, lasst das Kind. Ja, also ich meine, es wird ja in den Social Media verbreitet, hauptsächlich auf dem Computer. Und das liegt dann eben daran, ob die Eltern eben offen sind, dass ihre Kinder dürfen YouTube oder iPads benutzen. Alles Oder? klar. Oder? Wir machen eine Mischform, dass die Genau. Eltern mich ernst nehmen und die Kinder es verstehen. Aber jetzt musst du die Frage nochmal stellen. Wirst Mischform, du nervös, bevor du auf die Bühne gehst? gell? Nein. Nein. Ich spiele so durchschnittlich 2 bis 3 Mal in der Woche. Und ich freue mich aber. Es ist so wie eine Vorfreude. Da ist das Gefühl dazu, eine Vorfreude und es gespannt sein, aber nicht nervös. Also, ich bin dann nervös, wenn wir spezielle Sachen machen, wenn wir zum Beispiel da Weihnachten im Jägerwald gemacht haben mit dem Schweizer Fernsehen, dann bin ich sicher, dann bin ich sehr nervös gewesen. Oder wenn wir ein neues Programm haben, eine neue CD haben und die spielen dann sehr schmal zum Beispiel, dann bin ich nervös. Aber das Gute an der Jagdkapelle ist ja, dass wir ja Jäger sind. Wir sind ja Klöne. Das ist jetzt eben die Frage, von wegen, ob Kinder zuschauen oder nicht. Weil ganz viele Kinder glauben ja daran, dass wir wirklich Jäger sind. Darum Eltern zeigen da nicht den Kindern. Sonst sind sie desillusioniert. Ja, nein, wir sagen ja, dass wir Jäger sind und so. Und da kannst du dir auch viel Fehler erlauben. Also wenn, weiß doch nicht, ich etwas falsch spiele, dann gehört mir, weiss, dann bin ich ja in meiner Rolle als Jäger, dann kann ich sagen, Bärenküssler, Mann, du hast mich jetzt mega abgelenkt. Schönen Tag. Meine Text nehmen oder so. Also, weißt du, wir können es immer fangen. Jetzt bist du eingefroren. Ja, gell, jetzt ist irgendwie er hat Hallo? gemacht und irgendwie komisch. Gut. Ja, aber das ist sicher der andere ist wieder schuld, oder? Der Bärenfänger. Oder Bärenfänger. wie Bärenkrüsler. Er heisst grüßt die er? Bären. Jetzt ist er gerade, hat er viel zu tun. Weil jetzt wachen ja die Bären vom Winterschlaf auf und fühlen sich so, wie wenn für Eltern, dass sie sich vorstellen können, wenn du am 3 ins Nest bist nach der Party und am Morgen um 6 Uhr weckt dich das Kind und sagt Mami oder Papi. So fühlen sich Bären jetzt ausgehungert und abgerockt. Und darum geht er los jetzt, die Bären suchen und kräuseln jetzt voll aus. Und die, die die Jagdkapelle kennen, wissen, dass er so eine Fellmütze anhat. Und das ist alles glismet aus Fellresten, die eben bei den Fingernägeln hängen geblieben sind vom Kräuseln der Bären. So ist das. Ja, nicht Oh, gewusst? nein. Es gibt noch einiges, was ich noch nicht weiß. Aber ich weiß zum Beispiel schon ganz viel von den Interviews, die du auf der Homepage hast, habe ich jetzt heute Nacht die ganze Nacht gelost und geschaut, um mich darauf vorzubereiten. Aber eins habe ich nicht herausgefunden, was ich nicht weiß. Spielst du noch mit Spielzeug? Ich habe nie viel mit Spielzeug gespielt, auch als Kind nicht. Ich bin nicht der Playmobil-Typ, der hat's gehabt. Mein Bruder hat sehr viel mit ihm gespielt. Ich habe eher so ein bisschen bäbelt und selber Zeug gebaut, glaube ich. Und die Hütte halb angezündet die ganze Zeit. Ich bin Pyroman gewesen. Ich habe nicht so viel Spielzeug. Ich habe ganz viel Spielzeug. Schau, kannst du schauen, hinten, da ist mein Spielzeug. Ja. Mein Instrument, das sind meine Spielsachen. Ich sage ja, ich gehe ja spielen, wenn ich ein Konzert habe.
sagt man, ja, ich gehe noch schnell spielen. So. Ja. Und dann sagt meine Tochter, ja, ich gehe auch spielen. Sie macht auch schon Musik, oder? Sie spielt Harfe, ja. Sie ist 7 und spielt Harfe, aber intuitiv, wenn du weißt, was ich meine. Okay, einfach so aus dem Ärmel Trubadix X Harfe hat sie. raus. Genau. Okay. Letztes Jahr hat sie im Schultheater hat sie Töne gespielt mit der Harfe. Da bin ich natürlich sehr stolz gewesen. Das erste Konzert eigentlich. Wow. Ja. Hä? Nimm mir nicht. Schocken. Hast du dann andere Talente auch noch als Musik? Noch Waldkindergärtner und so und du Leute weiterbilden in dem. Ich habe aber nicht so viel Kreative, wie man ja sagt, Talent. Das heisst, ich kann nicht so gut so rechnen und so Zeug auswendig lernen und so. Genau. Okay. Also ich bin Dyskalkulika, kennst du? Das Das kann. sind die, die rechnen. Da gibt es Legastheniker, die nicht schreiben können und ich bin Dyskalkulika. Aber merkst du nicht im heutigen Zeitalter von der Excel-Tabelle und dem, wo es schon jedem Telefon einen Taschenrechner drin hat. Ich könnte jetzt einfach nicht servieren. Bei mir ziehen dann ja 3 Bier und 2 Gipfeli gibt und dann müsste ich so hinter dem Rücken so anfangen zu zählen und so. Das könnte ich jetzt nicht. Okay. Ja gut, man muss ja wirklich auch nicht alles können, oder? Ja, und man kann nicht immer gewinnen, natürlich. Nein. Ja, und apropos, was man so kann und was man so macht. Ich habe Mamis und Papis Lieder habe ich noch ganz fest gelost. Wenn die Ja, über. jetzt kommt das Thema Gender. Nein, es kommt. Ich bleib noch ein bisschen bei dir, was du so kannst und was du so machst. Weil wir Ja. müssen ja da nicht eine politische Sendung draus machen, jetzt aus heute Morgen. Ich wollte mehr wissen, tust denn du auch laut furzen, wie der Papi im Lied? Ja, einfach, dass man es hört. Schon nicht so expressiv laut. Aber Einfach, extra, dass dass man man es es hört. hört. Also. Ja, da hat der Bub in der Familie Freude. Mir selber Lob geben für schöne Fürze und schöne Görbs. Die Frauen in der Familie finden das dort primitiv. Ja. Aber ja, da müssen Böcke halt, glaube ich, einfach. Und wir haben auch einfach Freude dran. Einfach. Dann das dann auch ankündigen, damit die Frauen auch den Raum können verlassen. So, Achtung, jetzt kommt einer. Nein, das stimmt. Also da muss man schon wichtig zu finden. Wir machen das eigentlich nur, wenn Frauen nicht im Raum sind. So, Ah. oh, das war aber jetzt ein schöner gewesen. Der ist von ganz tief unten gekommen. Ja, merci, merci, merci. So, Also, so. das sind auch noch Gentlemen. Ja, natürlich. Man kann auch als Gentleman furzen. Du machst es mit deinem Söhnemann, machst das auch in der Band, so vor dem Auftritt oder nach dem Auftritt, so im Backstage-Bereich, ein kleines Furzkonzert zum Einwärmen. Ja. Nein, da, vor das Konzert, aber im Bandbus bin ich der, wo unbeliebt ist, weil ich manchmal im Bandbus einen So. raushau. Ja, Ja. okay, gut. Und wie ist es dann im Bandbus machen, das sonst seich? Ich habe manchmal das Gefühl, es hocken dann irgendwie manchmal 4 bis 5 Männer in dem Bandbus rein. Und das ist ja auch rein von der Ausdünstung her, gibt es dann so eine Testosteronstimmung Ja. im Bandbus drin. Und dort ist es eigentlich immer recht lustig, es gibt auch eine Regel in unserem Bandbus, weil im Bandbus geschwätzt wird, geht nicht raus. Es Ja, ist okay. auch für uns ein Therapiebus eigentlich. Dann stelle ich mir vor, dass richtig stinkig dort drin vor, weil wenn nichts raus darf, machen wir das Fenster nie auf und dann Nein, fuhr. macht nicht auf. Wow, dann. Wenn meine Frau nachher einmal mit dem Bandbus fährt und meine Tochter hat letztens gesagt, ah, es stinkt da einfach. Und ich schmecke da ja nicht mehr. Aber es ist so, wir sind dann voll verschwitzt nach den Konzerten auch Ja. und so. Wir voll verschwitzt, stinkend, hocken wir in den Bus rein. Es ist ein bisschen grusig, aber das ist die Wahrheit. Die Okay. Wahrheit ist manchmal grusig. Ja. Also, wir wissen jetzt, dass du am grusigsten stinkst im Bus. Also, furzt wer macht von euch am meisten Seich? Bist auch du, oder? Am meisten sage ich. Ja. Muss ich gerade schon überlegen, wo hast du alle durchgehen? Ja, schon ich. Alles ein bisschen du. Ja, ich bin auch einer von den Jüngeren in der Band, wo man da verstehen kann. Okay, ja gut, dann ist das die Ausrede, he? Das ist eine gute Ausrede. Ja. Die jüngste Gruppe muss am dümmsten tun. Wir machen so viel Seich auf der Bühne nachher. Eben, gell? Ist denn wie so das Kontingent, das Seich machen Bedürfnis ist irgendwie am Luft braucht so. Dann müssen wir nicht im Bandbus auch noch Seich machen. Da könnt ihr auch ernst tun, also. Nein, da können wir, nein, natürlich können wir da. Aber das ist ja das, was ich glaube, ist ein Teil von dem, dass immer wieder Leute an unsere Konzerte kommen, ist, dass sie merken, ah, das sind wirklich Freunde auf der Bühne, das sind meine
besten Freunde eigentlich. Oder ein Teil davon von meinen besten Freunden, die A Cappella. Und B, die haben es wirklich lustig zusammen. Also, es ist nicht gespielt, sondern, also, ich meine, wenn du zum Beispiel ein Tom-Bär, das ist der mit dem Bärenkostüm, dem mache ich schon seit 100 Jahren Musik gefühlt. Und aber immer noch, wenn ich jetzt anschaue und der Erwachsene, der langsam mal anschaut, der langsam einen grau melierten Bart hat, in dem Panda-Kostüm, dann muss ich mich spontan einfach wieder lachen, weil ich finde, was machen wir da eigentlich? Und das ist immer wieder lustig. Also, das ist jetzt wirklich so. Also, und ich glaube, da merkt man, wenn man uns schauen kann, und dann verzeiht man uns auch zum Beispiel Mamis und Papis Lied, das gendermäßig ja voll nicht okay ist. Gender ist ja übrigens ein Käse, wenn du nicht gewusst hast. Das ist so ein Käse, Gender-Käse, auch für Kinder, die jetzt zulassen. Gender ist ein Käse. Hat viele Leute nicht gern, der Gender-Käse, weil er ist ein bisschen eher auf den sogenannten Zungenspalter, wie wir im Appenzellerland sagen. Item. Ja, so ist es. Ja, hey, aber wenn ihr eben schon so Käslieder schreibt und auch, zum Teil so auch, könnte man ja noch sagen, vielleicht grenzwertig, habt ihr schon mal ein Lied geschrieben, das ihr mal aufgespielt habt und gemerkt habt, nachhinein, oh, das ist jetzt zu weit gegangen? Nein, also ich weiß, ich bin ja selber nicht nur Vater, sondern auch Pädagoge, Ja. recht aktiver Pädagoge. Und ich glaube zu wissen, wie weit das ich kann gehen, inhaltlich. Und wenn man möchte, etwas hören, wo nicht an der Grenze spaziert, wo also nicht in der Realität vielleicht auch ist, man kann es auch so sagen, weil die Realität ist nicht immer so Sonne, 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 Strahl, sondern manchmal nervt es auch. Manchmal nervt die Eltern, manchmal nervt Ja. die Kinder, manchmal redet man wüst, manchmal hat man Streit, man hat ja auch Streit auf der Bühne, manchmal und so. Das ist für mich die Realität, das ist aber nicht wertend jetzt gemeint. Was ich damit zu sagen ist, man kann ja, es gibt ganz viele Kindermusiker, die mega lässiges Zeug machen, auch schön sind und nie an eine Grenze gehen, dann kann man ja einfach die lassen. Hast, ab wenn wir gerade von anderen Kindermusikern reden, hast du uns irgendwelche Kindermusiker-Tipps, irgendetwas, wo man müsste reinziehen, wie du findest, hey, boah, die sind der Hammer. Boah, die sind der Hammer. Immer, also wer einfach solid gut ist, ist Silberbüchs, finde ich. Das ist ganz besonders in die A-Kapelle, in dem Sinn, oder? Andere Musik, andere Texte und so, aber einfach gut gemacht, finde ich. Das finde ich sehr gut gemacht. Gute Musiker auch dabei. Der Sterne 5, ja, die gibt es ja leider nicht mehr. Aber sicher, es fällt mir jetzt Silberbüchse, es gibt noch den Christian Schenker, es gibt ganz viel und die finde ich eigentlich alle gut. Es ist auf höherem Niveau alles. Wie sind ihr drauf gekommen, Kindermusik zu machen? Wie ist der Marius und Jagdkapelle entstanden? Ja, nein, ich arbeite im Wald. Oder habe 15 Jahre als Waldkindergärtner geschafft. Ich bin jeden Tag in der Woche im Wald, in der Waldschule immer auch noch. Und am Wochenende habe ich Kurs gegeben für solche, die Waldkindergärtner werden. Und so habe ich halt angefangen, selber Lied zu machen, weil ich immer schon in Bands gespielt habe und das recht intensiv gemacht habe. Habe ich angefangen, die Lieder selber halt zu schreiben. Denn, einfach weil es es nicht gegeben hat auf dem Markt. Man muss wissen, das ist auch bald 20 Jahre her. Und haben dann an meinen Kurs angefangen, die Lieder, also wenn ihr zum Thema Dachs etwas macht, liebe Leute, da habe ich ein Dachslied vorgespielt und die haben es dann aufgeschrieben, überhaupt Namen und so. Und weil ich ein Studio habe, da habe ich dann die Lieder mal aufgenommen, um es verteilen an meine Kindskind quasi, als Abschiedsgeschenk und an den Kurs. Und das hat dann irgendwann mal, sind das die Leute vom heutigen Palast St. Gallen, die sind so verbandelt mit dem Helsinki in Zürich, das ist so ein Kulturschuppe, die haben die CD mitbekommen und gesagt, und haben mich kennt als Rockmusiker und haben gesagt, komm, mach doch mal für den Muttertag so ein Kinderkonzert. Da hat es doch noch nicht gegeben. Der Begriff Kinderkonzert ist auch nicht so geläufig gewesen. Dann habe ich meine Bandspende zusammengesammelt und habe, weil ich viel Berührungspunkte hatte mit Jägern natürlich, wenn man draußen schafft. Und nicht nur schöne, habe ich dann ironischerweise gesagt, komm, es sind die A-Kapellen. Ich bin immer schon begeistert von dieser verschworenen Gemeinschaft von Männern, die zusammen eine Uniform haben, ein eigenes Jägerlatein noch hat und zusammen gutiert dort. Ach, ist schon, geht es ja nicht mehr. Und ich habe es interessant gefunden und habe darum denen meine Band gespendet, die Kleider hier vom Army Liquidationsshop, die sind ja auch ein bisschen grün gekauft. Und dann machen wir das Konzert. Und an dem Konzert ist dann der Jogi Biechler, der Manager von Stiller Haas, gewesen. Und hat dann mit seiner Tochter nicht gefunden, das ist ja lässig. Und dann hat er gefunden, ich möchte euch buchen, oder? Manager. Und dann hat es gemacht, puff,
und ich habe nie will Kindermusikstar werden, aber auf einmal spielst du dann mit den Bands, spielst, weißt, sind nicht so Gagen, sind nicht so hoch und so und kannst jetzt nicht weit davon, bist entfernt von dem zu leben können. Und auf einmal verdienst du Gagen, verkaufst CDs nach dem Konzert. Das war für mich etwas Neues. Ich habe immer das Lesen gefunden und so sind wir reingerutscht. Ich habe am Anfang einfach eigentlich meine Kindergartenlieder auf der ersten CD Verschreckung, sind eigentlich meine Kindskinderlieder drauf und meine Kindergartenkinder gesungen haben. So ist das passiert. So ist es entstanden. Und dann ist es gerade so steil aufwärts gegangen und jetzt könnt ihr nicht mehr zurückkehren. Jetzt können wir nicht mehr Ja. runter. Nein, sicher nicht. Ja, wir spielen viel. Ich glaube, entweder liebt man uns oder man findet uns Ja. eben nicht drüber. Mir ist da bewusst, dass ganz viel findet. Also, das ist jetzt zu viel. Und das ist auch gut so. Du, und Marius, was kommt in Zukunft? Sind es da irgendwelche Pläne, Top Secrets, die ich schon verraten? Und jetzt im Moment bin ich dran, neue Lieder zu schreiben für ein neues, ja, CD oder ein neues Projekt, das wir machen wollen. Es heisst, der Arbeitstitel, soll ich das schon sagen? Ja. Es heisst Waldzirkus, das ist der Arbeitstitel. Wir wollen eine CD machen für Kleine und eine CD für Grosse. Und für die Kleinen soll es dann Noten und so haben und bei den Grossen vielleicht ein Fotoroman von der A-Kapelle oder so. Das fände ich schön. Super. Ja, und Tournees und ganz viele Konzerte den Sommer dreimal pro Woche, hast du gesagt. Bleibt das jetzt das ganze Jahr so? Ja, nein, im Durchschnitt spiele ich zweimal pro Woche. So, und Ja. da gibt es eine Woche, wo ich dann viermal spiele und eine Woche, wo ich gar nicht spiele. Und wenn ich halt sage, spiele, dann meine ich auch noch andere Sachen. Also Solo mit der A-Kapelle, Solo oder mit der A-Kapelle. Und dann spiele ich noch, weißt du, ich auch nicht, für den Clan Ferrovia mache ich noch einen Kondukteur. Und so. Aber ja, wer es interessiert, kann auf www.jakapelle.ch unseren Spielplan anschauen. Gibt es irgendein Highlight in dem Spielplan, wo so ein Lieblingskonzert, wo du jedes Mal super gerne spielst und findest, boah, da geht es mega ab? Wenn man uns immer mega freut, weil es einfach immer eine gute Stimmung ist, Tausende von Kindern sind wieder durch Musikfestwochen, wo man spielt. Also, Winterthur, können wir uns merken, kommen wir vorbei, meine Tochter und ich. Meine Tochter und du, ja, wir spielen im Verlauf in Zürich. Wann? Irgendwie schon Wiesplatz oder so. Es ist Ja, Wiesplatz. Jakob. www.jakapelle.ch schauen. Tun jetzt auch einblenden für all die, die uns nicht verstanden haben. Und ich habe noch zum Abschluss möchte ich noch ein Lied von euch laufen lassen und liebst einen Videoclip. Hast du einen Wunsch? Kaktus! Yay! Hey Marius, es hat mich sehr gefreut, dich mal so kurz kennenzulernen. Auch wenn es dir immer Ideen geführt. Du bist Ja, jetzt nein, wieder ja, eingefroren. Entschuldigung. Nein. Das ist so schlimm. Hey, Es ist so moderne schlimm. Technik. Ich Bin keine Ahnung. ich's? Irgendeine. Ja, weißt du, Wald und so im Wald, du Ja. weißt. Also, ich danke auch ganz herzlich, Weidmanns Ole, für das Interview und vielleicht sehen wir uns ja mal an einem Definitiv. Konzert. Hey, merci vielmals, Marius. Schönen Tag. Danke, Tschüss, ciao. ciao. Eins, zwei, drei, vier. Oh.